Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Greenscreen und da wollen wir erstmal grundsätzlich über die Grundlagen sprechen. Was ist ein Greenscreen? Gab es schon immer Greenscreen oder gab es vorher andere Methoden? Und wie funktioniert ein Greenscreen? Und welche, wie gesagt, Grundvoraussetzungen solltest du beachten, damit es dann bei dir auch reibungslos funktioniert? Ich würde dir vorschlagen, schau dir das Video bis zum Schluss an. Video geht los. So, wie du wahrscheinlich schon unschwer erkennen konntest, ist hier im Hintergrund hier ein Greenscreen. Und ja, ein Greenscreen hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen. Eventuell sitzt du jetzt zu Hause, hast dir so ein Ding zugelegt und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Also für die Leute, ich fange grundsätzlich ganz weit unten an, für die Leute, die noch kein Greenscreen besitzen, aber vielleicht überlegen, sich so einen zuzulegen und vielleicht ein paar coole Sachen damit zu machen, gibt es halt ein paar Grundlagen, die man beachten sollte. Man muss nicht direkt den teuersten Greenscreen kaufen. Es würde grundsätzlich reichen, wenn ihr euch irgendeinen Stoff bestellt, der halt wichtig, der muss knitterfrei sein. Da scheiden sich natürlich wieder die Geister, da hängt es dann wieder davon ab, habt ihr genügend Platz für so einen Stoff, den ihr einfach an die Wand macht, oder habt ihr eher weniger Platz, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich mache das Ganze hier im Wohnzimmer und habe dann halt den Greenscreen, den man ja wie eine Leinwand hoch und runter fahren kann und dann auch wieder schnell verstauen. Ne? Habt ihr, wie gesagt, einen Raum übrig, wo ihr eure Projekte machen könnt, wo ihr kleine Szenen aufnehmen wollt und so weiter, dann könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch einen Stoff besorgen, der diese Farbe hat. Wichtig ist nur, der Stoff muss halt knitterfrei sein und dann wäre das Ganze auch kein Problem. Tipp Nummer 2, ihr solltet das Ganze natürlich auch gut ausleuchten, weil wenn ihr den Greenscreen nicht gut ausleuchtet, dann kann es natürlich sein, dass ihr selber, wenn ihr davor steht oder irgendwelche Objekte auch immer, die ihr dann filmt, dass ihr oder die Objekte einfach Schatten wirft und das ist natürlich auch nicht so gut, weil dann habt ihr hinterher auch wieder einen blöden Effekt, wenn ihr das Ganze einbinden wollt. Also wenn ihr den eigentlichen Greenscreen-Effekt anwendet, habt ihr eventuell Schatten mit drin und das sieht dann nicht so cool aus. Ne? So, was die wenigsten auch wissen ist, der Greenscreen war nicht immer der Greenscreen, beziehungsweise der war nicht immer up-to-date. Ich lese euch mal einen kurzen Text dazu vor, ist vielleicht nicht ganz uninteressant, finde ich ganz gut. Dass die Leinwand bei dem Verfahren grün ist, war und ist nicht immer so, denn der Greenscreen hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren durchgesetzt. Davor war der Bluescreen über Jahrzehnte das Mittel der Wahl, wenn es um Hintergrundeffekte ging. Der erste Film mit Bluescreen-Technik war damals King Kong und hatte 1933 Premiere gefeiert und war noch in Schwarz-Weiß gehalten. Über die Jahre experimentierten Filmstudios auch mit anderen Farben, zum Beispiel Disney in den 60ern mit einem gelb beleuchteten Hintergrund. Der Bluescreen blieb aber das meistgenutzte Mittel für Hintergrundeffekte. Unter anderem, weil Blautöne in der menschlichen Haut kaum auftauchen und so optisch gemeinhin die besten Ergebnisse erzielt wurden. Da Grüntöne noch weniger vorkommen als blaue, also in der Haut, setzen die Filmstudios inzwischen aber immer öfter auf Grün statt Blau. Und so ist das Ganze irgendwo entstanden und ja, deswegen haben wir heute den Greenscreen und das war so ein, ich sag mal, kleines Informationsvideo. Wie gesagt, das wussten halt oder wissen wahrscheinlich auch nicht so viele. Ich wusste vorher auch nicht, ich habe mal ein bisschen gelesen und mich mal ein bisschen informiert. Und ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also wichtig nochmal zu den Voraussetzungen oder zu den Grundlagen. Was muss man haben, wenn man einen Greenscreen benutzen möchte? Also A, entweder einen grünen Stoff oder halt den Greenscreen. Den zeige ich euch gleich nochmal. Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Den kann man halt schön hochziehen und wieder einklappen. Dann ist er schön verstaut. Und natürlich, ihr braucht, entweder braucht ihr halt Softboxen, ne, damit ihr euch schön ausleuchten könnt. Oder mittlerweile in der heutigen Zeit gibt es ja Elgato Keylights und auch andere Hersteller haben gleichwertige LED-Panels. Ich werde meine wahrscheinlich auch mal in die Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ist keine Werbung oder so, nur damit ihr mal wisst, was ich meine. Ne? Also das sind auf jeden Fall die Grundvoraussetzungen und ich würde sagen, wenn du meinen Kanal vorher noch nicht kanntest, dann solltest du auf jeden Fall ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, weil in dem zweiten Video werde ich dir genau zeigen, wie du den Greenscreen anwendest, sei es für OBS Studio, wenn du streamen möchtest, oder auch für irgendwelche Videos, damit du einfach irgendwelche Effekte erzielen kannst. Das zeige ich euch im nächsten Video.
Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich die Glocke aktiviert und natürlich ein Like da lassen. Ich bin erstmal raus, euer Kraft.